Du hast die Frage nicht eindeutig beantwortet. Gib uns ein Ja oder ein Nein. Widerrufst du? Trotzdem bin ich nicht verstockt. Überführt mich des Irrtums, dann will ich der Erste sein, der meine Schriften ins Feuer wirft. Am 18. April 1521. Die Herausforderung vom Projekt war, dass man eben nicht so ein, nennen wir es mal, Mapping von der Stange macht, sondern das ist alles inhaltlich getrieben, was du da auf der Fassade siehst. Enge Absprache natürlich mit Pavis Mehrali von SL15 Media aus Frankfurt, der Regie und die künstlerische Leitung hier hat, aber auch die ganzen Kompositionen gemacht hat. Mit dem haben wir in enger Zusammenarbeit die Bilder eben erarbeitet zu den einzelnen Szenen, was auch dann das Schöne, aber auch das Schwierige an der Sache war. Weil wir haben einen virtuellen Darsteller, das ist der Rufus Beck. Der wurde vorher vor einem Greenscreen gedreht und wir haben das dann in der Postproduktion eben alles eingebaut. Und die ganzen Timings, dann die Interaktion eben mit dem realen Schauspieler, mit dem Isaac Dentler, das war eigentlich oftmals so ein bisschen der Knackpunkt, dass man diese Timings da genau hinkriegt, weil wir eben in einem Live-Kontext sind. Also eigentlich ist es ein Theaterstück und das ist eigentlich ein mediales Bühnenbild, diese Kirche, die wir da mit bespielen, ne? Wir sind Daniel Bandke und Hajo Rehm von Studio Eigengrau. Wir machen Motion Design, aber halt, wie man auch sieht, Videomapping, also vorwiegend Event Design, kommen aus Berlin. Und bei diesem Projekt geht es um die Widerrufsverweigerung Martin Luthers, die er vor 500 Jahren, 1521, ausgerufen hat. Also er hat seine 95 Thesen nicht widerrufen. Und in diesem multimedialen Theaterstück, was wir hier vor der Dreifaltigkeitskirche in Worms inszenieren, haben wir eben genau das auf die Bühne gebracht. Also nicht nur auf die Bühne, sondern eben auch an die Fassade mit Licht, mit Video, mit Soundeinspielung und mit Theater und sogar mit Liveband. Ausgangspunkt war, dass Fabian Vogt von der EKHN mich gefragt hat, vor 2,5 Jahren mittlerweile, ob ich eine Idee dazu habe, eine konzeptionelle für die mediale Umsetzung von dem Thema, dass Martin Luther eben 17. 18. April 1521 Gericht gehalten wurde, er möge seine Thesen abschwören und dass das ein großes Ereignis ist, was bahnbrechende Konsequenzen hat für die gesamte Gesellschaft. Und er bat mich, darüber nachzudenken und auch vielleicht noch jemand dazu zu holen, der da auch Erfahrung hat, damit es ein mediales Ereignis wird, weil die Idee ist natürlich, dass man mit diesem tollen Thema, weil es ist ja eine großartige Botschaft, dass ein Mensch für humanistische, gesellschaftliche, christliche Werte einsteht und dafür sein Leben in Gefahr bringt. Und das zeigt ja der ganze Lebenslauf von Martin Luther bis zu dem Punkt. Und dass wir diese Botschaft, um es mal banal zu sagen, unter die Leute bringen. Dann habe ich Arno Haus dazu genommen an diesen Punkt, weil das ist ein Mann in Berlin, der ist sehr gewohnt, ist auch ein Freund von mir, der immer Konzepte macht, viel für Werbung oder für Marken, aber durchaus auch für Inhalte. Und dann habe ich mit Arno lange überlegt und wir waren ein paar Mal in Worms und dann kamen wir auf die Idee, weil das auch etwas ist, was meiner Biografie eben sehr entspricht, das Zusammenbringen von Medien. Ich komme ursprünglich von der Musik und da war natürlich die Idee, weil ich das viel mache in meinen Arbeiten, auch mit André Heller und bei diesen Produktionen, weil da geht es ja oft darum, dass man viele Sinne anspricht, eben, dass man gleichermaßen Menschen visuell abholt, wie halt auch von der Inszenierung. Ja, und so entstand es, dass so quasi die ganze Bande zusammenkam, also in diesem Fall natürlich das Studio Eigengrau mit Hajo und Daniel, was eine tolle Zusammenarbeit war. Dann eben der René Abbé, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, weil der ähnlich wie ich, sagen wir mal, gepolt ist. Und die EKHN, die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, war glücklich, dass sie ein Konzept hatten von uns, das sie offensichtlich überzeugend fanden. Und ja, so kam es, dass wir jetzt 2 Jahre dann mittlerweile dran gearbeitet haben, in den letzten Monat verdichtet, dann ganz intensiv eben mit Studio Eigengrau und jetzt hier vor Ort das ganze Team mit allen Beteiligten in allen Gewerken. Vor 500 Jahren soll Luther hier gestanden haben mit den berühmten Sätzen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen wie die Geburtsstunde der Neuzeit und ein Riesenakt der Zivilcourage, aber auch ein großer Glaubensmoment. Und die Evangelische Kirche hat schon vor einigen Jahren gesagt, das sollten wir feiern.
feiern, weil wir finden, feiern sollte man. Und Luther selber war immer einer, der gesagt hat, gute Geschichten muss man gut und zeitgemäß erzählen, und zwar so, dass Menschen sie verstehen. Und wir haben gesagt, wie geht das? Wie kann man heute im 21. Jahrhundert eine 500 Jahre alte Geschichte so erzählen, dass die Menschen bewegt, berührt, erreicht und vor allem mit ihrer irgendwie, finde ich, auch zeitlosen Botschaft bei Leuten ankommt. Denn die Botschaft, sei wagemutig, setz dich für das Gute ein und lass dich nicht von äußeren Strukturen klein machen, wenn du einen Traum hast. Das ist ja schon, also ist eine zeitlose Nachricht. Damals haben wir angefangen, so wie gesagt, vor ungefähr so 2,5 Jahren zu sagen, wie können wir uns das machen? Haben gesagt, wir machen eine Multimedia-Inszenierung. Großes Mapping, Live-Musik, Live-Schauspieler und vor allem diese Interaktion zwischen diesen medialen Elementen. Wir hätten hier gerne mit Tausenden von Menschen zusammen gefeiert, mit jubelnden Menschen, denn wir glauben, das ist eine tolle Show und wir glauben, die Leute wären auch begeistert hier gewesen. Aber wir können uns jetzt ewig darüber klagen, dass Dinge nicht laufen. Ich freue mich über das, was funktioniert. Ich freue mich, dass es uns ganz früh gelungen ist, eine Fernsehübertragung zu vereinbaren. Also, dass das, was heute passiert, wirklich bundesweit, weltweit mitgefeiert werden kann. Und unser Traum ist natürlich, dass es irgendwie auch gelingt, auch über diese mediale Form Menschen irgendwie so zu bewegen, dass sie merken, das ist auch mein Thema. Der Daniel Bandke ist jemand, der halt in der Gestaltung, im Design sehr gut ist, aber auch in der Umsetzung, also in der Umsetzung vor Ort, was ein ganz entscheidender Arbeitsschritt ist, weil wenn man jetzt in der Lage ist, tolle Designs zu machen, tolle Musiken zu komponieren, das bringt einem, also natürlich weiter, das ist immer gut, aber wenn man so ein doch etwas komplexeren Apparat bedient, dann braucht man auch Leute, die das dann ad hoc vor Ort in das Medium reinbringen. Also so ähnlich wie so ein Flugzeugträger zu bedienen. Man muss wissen, bis der die Linkskurve gefahren ist, das dauert ewig. Jetzt gerade der Daniel ist da sehr erfahren. Also unsere Basis ist immer Adobe After Effects. Damit fangen wir quasi erstmal die Grundlagen an, beziehungsweise in dem Fall war es so, dass wir natürlich erstmal ein 3D-Modell der Kirche brauchten. Es gab von Parviz Mia Ali schon erste Timings in Form von einer Premiere-Session, die quasi so grob mal vorgelegt hat, wie das in etwa aussehen könnte, wo er sich was vorgestellt hat. Dann wurde die komplette Fassade wurde 3D ausgelasert, sodass wir ein 3D-Modell erstmal hatten. Das haben wir dann in Cinema 4D bearbeitet und uns da eine Grundlage erstellt. Die Vermessungen haben uns halt auch die Möglichkeit gegeben, bei diesem 3D-Modell halt genau zu definieren, wie weit die Fenster zum Beispiel auseinander sind. Also das sieht zwar alles sehr symmetrisch aus, aber es sind halt, das eine Fenster ist 10 cm breiter als das andere und wir wollten natürlich, dass es so gut wie möglich sitzt und das haben wir natürlich auch bei der 3D-Modellerstellung dann auch berücksichtigt, dass halt wirklich jedes Fenster, jeder Sims und jede Säule genau die Maße hat, die es in real tatsächlich auch haben wird. Sind eigentlich Bleiglasfenster, die natürlich den Sinn haben, von innen das Licht durchzulassen und ein wunderschönes Bild zu ergeben. Von außen sieht man das natürlich nicht. Von außen ist es eigentlich nur ein schwarzes, tristes Bleiglas. Bei den ersten Projektionstests, die wir auch vor Ort hier hatten, ging es nämlich auch genau darum, können wir auf die Fenster projizieren oder müssen sie verhängt werden? Und dann war relativ schnell klar, das Einzige, was zurückreflektiert, sind diese Bleistreifen in den Fenstern. Und das hat halt bei weitem nicht ausgereicht, um da wirklich konkrete Bilder zu zeigen. So abstrakte Formen waren möglich, aber wenn man jetzt wirklich Gesichter oder wie eben die Bleiglasfenster, die man ja so von außen niemals sehen wird, drauf zu projizieren, mussten wir halt eben die verhängen. Es war dann auch relativ schnell klar, mit wie vielen Projektoren wir da arbeiten werden, wie das Setup sein wird, sodass wir diese Grundlagedatei uns dann in Adobe After Effects geholt haben und dort dann angefangen haben zu animieren. Und dann war es eigentlich immer so ein abwechselndes Überlegen, okay, macht es jetzt Sinn, diese Animation eher in 3D, in Cinema 4D zu bauen oder gehen wir eher rüber in Adobe After Effects und basteln die da. Das Compositing war komplett Adobe After Effects. Eine lange Sequenz, wo wir praktisch Ikonen zeigen aus der Weltgeschichte von Gandhi über Martin Luther King bis hin zu Carola Rakete und Flüchtlingshelfern. Da haben wir dann aufgrund auch der Knappe der Zeit die Fassaden eigentlich in Photoshop gebaut, die natürlich dann auch eine gewisse Tiefe haben. Also es gab Grundlagen-Renderings, die wir dann wieder in Photoshop bearbeitet haben, weil wir gemerkt haben, dass da die Texturierung einfach zu komplex wird, ne? Um eben, keine Ahnung, den Regierungspalast in Belarus herzustellen oder das Lincoln Memorial, also diese Kirche in
verschieden inhaltlich getriebene Architekturen zu verwandeln. Bei dem Test vor Ort stand natürlich die Frage im Raum, wie machen wir es? Machen wir einen zentralen Projektionsturm, in dem beide Projektoren drinstehen? Es war relativ schnell klar, dass wir zwei Panasonic RZ31K benutzen werden für die Hauptprojektion. Und da das aber immer mit Kabelwegen und am Anfang war ja noch Publikum vor Ort eingeplant, da das immer schwierig ist, haben wir dann relativ schnell entschieden, nein, wir wollen einen zentralen Projektionsturm, der dann auch nicht so viel Sicht wegnimmt. Es gibt auf diesem Platz eine Laterne und von dem zentralen Punkt, wo wir den Projektionsturm geplant haben, ist diese Laterne natürlich genau in der Projektion. Deswegen war hier ganz elementar, dass die Linse des Projektors wirklich an einem fest definierten Punkt steht, wo der Schatten der Laterne in einem Winkel der Fassade verschwindet, dass er halt nicht die Projektion zerstört. Und das war tatsächlich bei der ganzen Kalkulation immer wieder das Allerwichtigste, dass der ganze Turm, der komplette FOH, dieser komplette Leierturm sich einzig und allein um diesen Punkt herum aufbaut und definiert. Deswegen haben wir da vor Ort bei den ersten Tests schon genau diesen Punkt ausgemessen und haben dann beim Aufbau vor Ort den nochmal definiert und genau gesagt, hier wird die Linse sein an diesem Punkt und darum hat sich dann der Leierturm aufgebaut. Erstmal ging es bei den Projektoren darum, überhaupt zu schauen, ob die 31K von der Helligkeit für unsere Zwecke reichen. Und da wir wussten, dass es Laserprojektoren sind und die ein relativ hohes Kontrastverhältnis haben, war eigentlich davon auszugehen, dass wir damit schon recht weit kommen. Aber um ganz sicher zu gehen, haben wir die auch beim Projektionstest uns von der Lang AG ausgeliehen und haben dann relativ schnell festgestellt, dass sie sogar über unsere Erwartungen hinaus gingen, was die Helligkeit angeht. Bei Videomapping ist es natürlich immer so, dass man natürlich immer so viel Helligkeit wie möglich haben möchte und das auch gerade mit dem Zusammenspiel mit Licht, das natürlich auch immer nochmal reinspielt und auch da je mehr Helligkeit, desto weniger Diskussionen gibt es natürlich auch nachher mit dem Licht, weil es natürlich immer ein Gesamtbild geben soll. Und als wir dann ausgemessen haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall mindestens bei 120 Lumen pro Quadratmeter landen. Weswegen wir dann auch gesagt haben, okay, dann gehen wir definitiv auf die 30.000 Anzi-Lumen-Projektoren. Und als wir einfach beim Projektionstest vor Ort standen und die gesehen haben, war klar, okay, super geil. Und als dann das erste Mal die Projektoren auch angingen und wir dann auch das erste Bild draufgeworfen haben, war für uns einfach klar so, oh, geil. Der Christoph Kaschke, der das Lichtdesign gemacht hat, hat wirklich einen tollen Job, weil er einfach unheimlich viel auf die Animationen eingegangen ist, ne? Also es gibt so ein paar Animationen, wo dann auch im Video ein Licht hochgeht, das hat er alles aufgegriffen, dann werden teilweise architektonische Formen auf dem Boden nochmal betont, so. Also das ist wirklich toll, was er da gemacht hat. Aber klar, muss er halt noch viel nachregeln. Wenn man es vom Auge her beurteilt, würde man es für die Zuschauer vor Ort ganz anders einrichten. Da wir jetzt aber kein Publikum mehr haben, war wirklich der Fokus einzig und allein darauf, dass das Kamerabild gut aussieht. Es war mal geplant, dass wir hier Zuschauer haben, so circa 3000 Zuschauer sollten es sein. Und wir wollten auch vom Lichtsetup ein etwas größeres fahren. Und dann gab es die Entscheidung, nee, es findet statt unter der Bedingung, dass wir eine SWR-Live-Übertragung bekommen, sodass wir gesagt haben, okay, wir brauchen ein geniales Licht und haben das dann entsprechend reduziert. Reduziert auf im Prinzip die Hauptbühne, ne? Weil Platzbeleuchtung bzw. weitere Effekte links und rechts von der Kirche brauchen wir nicht, sehen wir im Videobild nicht, weil darum geht's. Das heißt, das Licht hat die Aufgabe zu unterstützen. Es soll eine ambiente Beleuchtung darstellen, immer im Content die Farbwerte wiedergeben. Es soll auch nicht überblenden, ja, sondern man soll das Videobild so sehen, wie es die Designer tatsächlich haben wollen. Und das Licht unterstützt in dem Fall. Und ansonsten ist es auch eine Theaterinszenierung. Das heißt, wir brauchen ein ordentliches Frontlicht. Das soll auch entsprechend dann des Inhalts passend sein. Also sprich mal ein bisschen mystisch. Ein bisschen heller werden, dunkler werden, auch von den Farbtemperaturen, weil wir einen Schauspieler haben, der in zwei Rollen schlüpft. Einmal ist er der Bänkelsänger und dann schlüpft er in die Rolle vom Luther. Und da führt er ja den Kampf mit sich selbst, ob er widerrufen soll oder nicht. Und auch der Inquisitor ist der Impulsgeber, der ja da mit ihm interagiert, im Hintergrund auf der Leinwand. Und da wollen wir dann also tatsächlich so bedrohliches, mystisches Licht haben, in das der Luther gehaucht wird. Von daher haben wir uns dann auch für die Lampentypen Robin BMFL Blade entschieden. Das sehen wir Farbmischung, um dann auch diese ganzen Farbtemperaturwerte herstellen zu können. Als wir dann Corona-bedingt unser Setup nochmal überarbeiten mussten, haben wir uns dann auch für den Medienpark Vision entschieden. Christian Ruppel, der uns hier dann entsprechend unterstützt hat, vom Support her und von den ganzen Aufbauten. Und was haben wir für ein Lichtsetup jetzt? Wir haben quasi eine ambiente Beleuchtung um das Videobild drumherum. Das kriegen wir hin, indem wir mit Bandors und entsprechenden Filtern für die Abstrahlwinkel arbeiten, um genau
im Sockelbereich quasi zu reduzieren, sodass wir das Bild sehen und um den Sockel drumherum, beziehungsweise um die Kirche drumherum, dann noch diese ambiente Beleuchtung herstellen zu können. Dann haben wir noch drei weitere Zonen auf der Projektionsfläche für den Beginn und auch für Effekte während, sag ich mal, einer Show-Sequenz. Das sind einmal die Fenster, die jetzt ja abgehangen sind. Das ist noch eine Lichtfläche, die wir ansteuern, sowie dann noch die Säulen. Und dann haben wir auf der Bühne das Setup, dass wir die Elation Proteus haben. Für die haben wir uns entschieden, wir haben keine Bühnenüberdachung, das heißt, wir brauchen tatsächlich Outdoor-Scheinwerfer, wetterfest muss es sein. Wir wussten ja nicht, was es heute für ein Wetter gibt oder auch während der letzten Tage bei den Proben. Die sollen tatsächlich ein Gegenlicht darstellen und so ein bisschen Effektbeleuchtung machen. Und gerade auch für den Endsong, das ist ja dann so ein poppiger Song, da wollen wir dann schon so ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Bühne haben in dem Moment. Die Kirche hat die Besonderheit, dass sie einmal aufgebaut ist in den Sockelbereich, der, sage ich mal so, als ein Bereich hervorgehoben werden wird, eben immer dann, wenn wir Videocontent haben. Und dann haben wir überhalb des Sockels im Prinzip die Fensterfläche mit den einzelnen Säulen und darüber wird überwiegend das Mapping laufen. Bedeutet, dieser Bereich muss natürlich dann reduziert sein vom Licht. Und hier habe ich dann auch nochmal die zwei Ebenen, einmal die Fensterbereiche separat auszuleuchten und natürlich nochmal die entsprechenden Säulen, die hier nach oben gehen, um die dann entsprechend unterschiedlich zu highlighten. Hier haben wir im Prinzip eben zwei Reihen aufgebaut, einmal die SGMP6, einmal mit den Bandors für entsprechend den Sockelbereich in dem Abstand, dass es schön flächig aussieht, und im vorderen Bereich stehen die P6en für die Fenster. Dann gehen wir weiter und haben dann hier die Lightcraft X7. Von der Lichtleistung sind dann natürlich jetzt im Vergleich zu den P6en sag ich mal, etwas schwächer, aber das macht aber nichts, weil die sollen sich natürlich nur in gewissen Momenten hervorheben. Und hinter der Bühne haben wir noch zwei Häser, um so ein bisschen Dunst zu erzeugen. So, jetzt sind wir auf der Bühne angekommen. Wir haben im Prinzip drei Bühnenbereiche. Wir haben einmal die Bühne links. Dort sind quasi Live-Posaunen, die spielen. Dann die Bühne rechts, da steht die Band. Und wir stehen jetzt hier auf der mittleren Bühne, wo im Prinzip das Schauspiel stattfindet, beziehungsweise das Theaterstück. Wir arbeiten hier mit Fußlicht. Dafür verwenden wir X15 Bars von Lightcraft, um halt nicht nur warmweiß zu erzeugen, sondern auch farblich den entsprechenden Situationen einfärben zu können. Und halt hier auf der Hauptbühne ebenfalls einmal komplett die Reihe, dass hier entsprechend auch der Schauspieler ein ordentliches Frontlicht bekommt. Als Effektlampe haben wir hier den Elation Proteus Hybrid. Klar, wir haben eine Autobühne ohne Überdachung, von daher müssen natürlich alle Scheinwerfer im Außenbereich entsprechend klassifiziert sein. Der dient uns hier jetzt als Effektlampe, als Gegenlichtlampe und wird entsprechend eingesetzt. Das ist unsere Drehorgel, die selbst gebaut. Die hat ein paar Gimmicks. Hat sie LED-Leisten, dass sie entsprechend leuchtet, um dann auch, wenn die Zeitmaschine startet, hier einen entsprechenden Effekt hervorheben zu können. Und sie hat ein Display eingebaut, welches dann auch auf der Front die jeweiligen Jahreszeiten, Sprünge oder Rotationen darstellt. Dann können wir natürlich von hier auch den Blick werfen auf den FOH. Was haben wir dort? In der Summe 4, natürlich auf der anderen Seite rechts auch 4 BMFL Blades. Das ist unser Frontlicht sowie auch nochmal Effektlicht für auf dem Platz. Die Lampe haben wir ausgewählt, weil wir keine Verfolger haben. Auch eben neue Situationen, Corona-bedingt. Ausfallsicherheit. Und auch, ja, wir haben überwiegend feste Positionen vom Schauspieler, dass wir gesagt haben, da brauchen wir keine bemannten Verfolger und wir brauchen da jetzt auch kein entsprechendes Verfolgersystem, sondern wir fahren einfach vorher definierte Positionen ab. Das ist ausreichend. Ja. Und die Blades, dass wir entsprechend schön abkaschieren können, eben um nicht die Projektionsfläche wieder zu beeinflussen, zu beeinträchtigen. Und auch von der Lichtleistung her reichen definitiv die 4 Stück. Wir sind jetzt hier im Herzstück der Show, das ist der FOH. Wir fahren komplett in Dataton Watchout, haben 2 redundante Server, die jeweils 4 Outputs geben. Oben hinter uns sind 2 Panasonic RZ31K Projektoren, die komplette Leinwand bespielen. Wir fahren hier komplett ohne Soft Edge, weil wir das durch das Edge Blending einfach ein bisschen verloren hätten und wir durch die naturgegebenen Kanten der Fassade uns dazu entschlossen haben, in der Mitte einfach an einer der Kanten ein Hard Edge anzusetzen,
was auch wunderbar funktioniert hat. Die beiden Watchout-Server laufen, wie gesagt, redundant. Grundsätzlich sieht man hier, das sind die zwei Projektoren, WUXGA. Das ist unser 20K-Projektor, der vorne auf die Fassade geht. Und das ist das, was wir ins Broadcast geben. Wir haben an jedem der Watchout-Server ein 8-Kanal-Audio-Interface, das auch auf allen 8 Kanälen Spuren ausgibt. Wir haben hier eine komplette Mischung, in der aber natürlich auch verschiedene Elemente drin sind, wie Sprache, Musik, Soundeffekte. Auf Kanal 7 liegt momentan der Klick an und auf Kanal 8 geben wir den LTC aus. Und das haben wir halt einfach gemacht, damit wir vor Ort die Möglichkeit haben, sollten wir feststellen, dass bestimmte Soundeffekte zu laut oder bestimmte Sprachelemente zu leise sind, dass wir vor Ort jederzeit die Möglichkeit haben, das auch wieder nachzuregeln. Über den Timecode ist natürlich zum einen das Licht drüben gesteuert, also jeweils die Sequenzen, von denen klar ist, dass sie längere Zeit durchlaufen, kriegen von uns dann den Timecode und können demnach ihr Licht programmieren. Wir haben natürlich ein internes Netzwerk, sprich der Remote-Rechner, der Programmierrechner von Watchout ist natürlich über Netzwerk damit verbunden. Und vom Produktionsrechner gehen Artnet-Befehle in eine KISS-Box, damit wir hier bei uns beim Watchout in einem dem gleichen IP-Netzwerk bleiben können. Weil drüben bei der Grandma-Konsole, der Christoph hat sich da auch nochmal einen eigenen IP-Bereich mit MIDI-Steuerung für eine externe Grandma gemacht. Deswegen war klar, dass wir nicht im gleichen IP-Bereich sein können. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine KISS-Box anzuschließen und das Artnet-Signal auf Standard DMX zu wandeln. Dann geht eine 5-Pol-DMX-Leitung rüber, die bei ihm in die Grandma reingeht und dann nochmal separate DMX-Befehle triggert. Wenn der Pre-Run, den wir momentan haben beim Timecode, der 5 Sekunden ist, nicht ausreicht, weil zum Beispiel auf ein bestimmtes Stichwort sofort ein Effekt getriggert werden muss. Zudem geben wir aus den Watchout-Servern noch 2 weitere Signale raus. Also wir haben 2 Signale für die Projektoren, links und rechts. Dann zusätzlich haben wir noch einen weiteren 21K-Laserprojektor oben stehen. Der bespielt einen etwas kleineren Ausschnitt am Anfang, wenn der Bänkelsänger auftritt und die Geschichte Martin Luthers kurz anreißt. Und der 4. Output, der geht auf einen HD-SDI-Splitter. Den geben wir direkt in die Broadcast, sodass bestimmte Elemente, die vorproduziert sind, direkt in die Broadcast gehen können und dass die Kollegen von der Broadcast diese Elemente gleich mit reinschneiden können. Die ganzen Outputs jeweils von der Watchout gehen erst in eine Lightware DVI-Matrix, weil die Backups ja redundant laufen, dass wir, sollten wir einen Havariefall haben, auf jeden Fall über die Lightware-Software einfach mit einem Klick sofort switchen können vom Main zum Backup-System. Ich glaube, vor allen Dingen ist bei Videomapping-Shows auch immer so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl gefragt ist, Effekte wirklich auch nicht inflationär zu benutzen. Und das war hier für uns auch immer wieder ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir halt sagen, wenn wir eine Videomapping-Show machen, in dem Fall war es ja noch nicht mal eine reine Videomapping-Show, sondern es ist eine Gesamtinszenierung, eigentlich ein multimediales Theaterstück. Insofern hat das ganze Projekt auch sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach eine Zusammenarbeit, ne? Bis hin zum Fabian von der Evangelischen Kirche, der dann halt inhaltlich immer noch bei den Freigaben gesagt hat, hier, dann müssen wir vielleicht ein Wort tauschen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir sehr viel Freiheiten. Der hat uns auch einfach als Künstler gebucht. Ich habe schon ganz oft erlebt, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, wir als Kirche wollen ein Event machen. Dann sagen viele Eventleute erstmal, was, Kirche? Gut, ihr könnt vielleicht Gottesdienste und selbst das könnte ein bisschen peppiger sein. Wie stellt ihr euch das vor? Und dann zu merken, dass wir uns auch, nicht nur, dass wir inzwischen auch eine Menge Know-how haben, sondern auch einfach Lust haben mit eben professionellen Wegen, professionellen Ideen, professionellen Formen, Dinge zu gestalten. Das war für uns einfach klasse und zu merken, mit unseren Partnern von Studio Eigengrau über SL15, was weiß ich, gemeinsam so auf die Beine zu stellen und im Gegenzug auch zu merken, dass viele unserer Kooperationspartner sagen, wir machen unfassbar viel Werbung. Aber es ist irgendwie auch spannend, mal über wirklich lebensrelevante Inhalte nachzudenken. Was bedeutet das, dass ein Mensch richtig mutig wird? Und das in eine moderne Form zu packen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das, ich finde, es ist uns gelungen.